Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen CSGO Server auf Linux installieren kann. Ich habe bereits Kitty geöffnet und bin auf dem Server verbunden. Als erstes führen wir apt-get-update aus, um die ganzen Pakete abzudaten. Anschließend führen wir apt-get-upgrade aus, um auch alle Pakete abzugraden. So, das ist bei mir jetzt fertig. Nun clear ich den Screen mit clear. Als nächstes müssen wir einige Befehle ausführen, damit die benötigten Pakete installiert werden. Die ganzen Befehle findet ihr auch in der Videobeschreibung. So, jetzt ist das Problem, es findet sudo nicht. Das ist ganz einfach nachzuinstallieren mit apt-get install sudo. Clearen wir wieder den Screen. Nun können wir die ganzen Befehle ausführen. So, jetzt fragt er uns, ob wir die ganzen Pakete, die hier oben sind, wirklich installieren wollen. Wir machen Y für Ja, wir wollen das. Nun werden alle Pakete installiert. Das kann, je nachdem wie schnell der Server ist, einige Zeit in Anspruch nehmen. So, ich möchte Local Only. Ich muss eine System-Mail-Namen installieren, da bei dem Skript für den CSGO-Server auch beinhaltet ist ein Mail-Server, mit dem E-Mails versendet werden, wenn es Probleme gibt. So, ich gebe da jetzt einfach Tutorial ein. Nun wird weiter konfiguriert. Jetzt ist der erste Teil schon mal geschafft. Neuen Benutzer hinzu, auf dem dann der CSGO-Server laufen soll. Mit Add User kann man neue User hinzufügen. Dies ist von Vorteil, damit der Root-Benutzer entlastet wird. Denn man sollte so wenig wie möglich auf dem Root-Benutzer machen und es dient auch dazu, damit man alles schön getrennt hat. Also wenn man jetzt einen CSGO-Server hat, einen, keine Ahnung, Garry's Mod-Server, damit man überall eigene Benutzer hat und man sich nur auf den einen Benutzer per PuTTY verbinden kann. So, nun werden wir gefragt, wir können hier Namen eingeben, das mache ich jetzt mal nicht. Und entweder Y eingeben zum Bestätigen, wenn die Angaben korrekt sind, oder auch Enter. Ist genau das gleiche. So, nun loggen wir uns in den Benutzer, den wir erstellt haben, ein. Eingeloggt in den Benutzer, das sehen wir hier, vorher waren wir Root, jetzt sind wir CSGO Server. Nun laden wir das Skript, das uns den CSGO Server installiert, herunter. Ist heruntergeladen. Jetzt müssen wir noch mit chmod die Schreib- und Leseberechtigung des Servers angeben. Nun geben wir mit CSGO Server, also so heißt einfach die Datei, die kann man auch mit dem Befehl ls sehen, dass die jetzt hier drin liegt. Führen wir einfach aus mit CSGO Server und geben den Parameter dazu ein install. So, nun werden einige Dinge überprüft und er fragt uns, ob es passt, dass der Server im Home-Verzeichnis unter CSGO installiert wird. So, das passt uns, also drücken wir Enter. Nun wird das Verzeichnis angelegt, auch weitere Verzeichnisse. Er checkt jetzt, ob alles installiert ist oder ob noch etwas fehlt. Aber das haben wir bereits ja im Vorfeld gemacht, da alle Pakete installiert, somit dürften jetzt keine Pakete fehlen. So, nun wurde der Steam Client heruntergeladen. Jetzt checkt er noch, ob irgendwelche Updates verfügbar sind. Das kann leider einige Zeit in Anspruch nehmen, aber ich beschleunige das Ganze einfach mal. Nun hat er sich mit dem anonymen Account an Steam angemeldet und wie man hier sehen kann, werden die ganzen Dateien, die man für den Server benötigt, jetzt heruntergeladen. So, nun wurde der Server erfolgreich heruntergeladen und er fragt uns, ob die Installation erfolgreich war. Wir drücken Enter, denn wie wir hier sehen können, ist es erfolgreich installiert worden. Nun werden einige Config-Dateien erstellt.
Jetzt werden wir gefragt, wie wir unseren Server nennen wollen. Ich nenne jetzt einfach mal Tutorial CSGO Server. Jetzt werden wir auch noch gefragt, ein Arcon-Passwort festzulegen. Das Arcon-Passwort ist das Passwort, das wir in CSGO direkt eingeben müssen, damit wir auf unserem Server sozusagen Admin-Rechte bekommen, damit wir auch Befehle ausführen können. Das lege ich jetzt einfach mal auf Tutorial fest. So, jetzt werden die Einstellungen übernommen. Jetzt benötigt man auch noch einen Game-Server-Login-Token. Ein Game-Server-Login-Token benötigt man seit einiger Zeit, der bestätigt, dass dieser CSGO-Server echt ist. Ich habe bereits einen Token generieren lassen. Das können wir hier unter Steam Community Dev Manage Game Servers. Den müssen wir einfach nur kopieren und hier mit Rechtsklick einfügen und Enter. So, jetzt wurde alles bestätigt und wie wir sehen, war die Installation erfolgreich bzw. ist jetzt komplett. So, jetzt clearen wir nochmal den Screen und mit ./CSGO-Server mit Tab können wir Auto vervollständigen und Enter sehen wir jetzt alle Befehle, die wir ausführen können. Was auch noch funktioniert ist, wenn man mit Nano, das ist ein Texteditor, wenn ihr den nicht installiert habt, müsst ihr einfach apt-get install nano eingeben. Okay, das funktioniert jetzt nicht, da ich im CSGO-Benutzer bin, aber wenn wir mit sudo das Ganze eingeben, müsste es funktionieren. So, jetzt noch das Passwort eingeben. Okay, funktioniert nicht. Dann drücken wir einfach STRG AD, damit loggen wir uns aus. Jetzt sehen wir auch, da ein Mail-Server installiert ist, sehen wir auch, dass wir eine neue Nachricht haben. So, nun installieren wir noch apt-get install nano, den Texteditor. Okay, der ist jetzt nun installiert. Nun loggen wir uns wieder in unseren Benutzer für den CSGO-Server ein. Sind wir eingeloggt. Mit ls können wir jetzt das Verzeichnis aufrufen und sehen die Datei CSGO-Server. Dies ist gleich auch die Config-Datei, mit der wir alles bearbeiten können. Jetzt müssen wir nur Nano, geben wir einfach CSGO, können wir Tab drücken, wird das Auto vervollständigt. Hier können wir einige Dinge einstellen, ob wir zum Beispiel eine E-Mail-Benachrichtigung haben möchten, ja, ob wir einen eigenen Steam-Login selbst eingeben möchten oder den Anonymous benutzen. Und hier kann man auch noch einstellen, welche Game-Modes man jetzt haben möchte und mit welcher Map es gestartet werden sollte. Ja, hier könnt ihr euch einfach ein wenig das angucken und ja, hier kann man auch noch die maximale Spieleranzahl, die Tickrate, ja, wie gesagt, könnt ihr euch selbst ansehen. Jetzt drücken wir STRG X, damit wir den Texteditor wieder verlassen und mit ./CSGO-Server start können wir den Server starten. So, jetzt wird wieder alles gecheckt, ob alles vorhanden ist. Anscheinend ist alles vorhanden. Es bekommt auch die Meldung Starting CSGO-Server, also wurde er gestartet. So. Nun schauen wir in CSGO, ob das auch wirklich der Fall ist. Jetzt öffnen wir die Konsole, die könnt ihr hier einstellen, auf welcher Taste sie sein sollte. Bei mir ist es auf P. Wenn ich jetzt auf P drücke, das funktioniert manchmal nicht so gut, dann kann ich mich jetzt hier connecten mit Connect. tutorial.energyfussel.at. Das habe ich einfach so angegeben, aber ihr könnt auch, wenn ihr das so nicht habt, einfach mit der IP-Adresse connecten. So, jetzt drücken wir Enter. Nun verbinden wir uns auf unserem Server. Wir sehen, das 2 ist geladen, Gelegenheitsspiel. So, jetzt wird die Welt noch initialisiert. Und wir sind auf unseren Server verbunden. Jetzt gehen wir einfach mal in Antiterrorist. Wir sehen, es werden die Bots generiert und laufen herum. Ja, jetzt öffnen wir einfach nochmal die Konsole
und verbinden uns mit dem Erken, indem wir Erken Passwort, das wird uns gleich so vorgeschlagen, uns einloggen müssen, damit wir Admin-Berechtigung bekommen. So, das geben wir ein. Nun können wir zum Beispiel die ganzen Bots kicken, indem wir, wenn wir Bot Kick einfach eingeben, es wird vorgeschlagen, dadurch, dass wir auf einem Server sind, müssen wir einfach davor noch Erken eingeben. So, wenn wir das machen, können wir jetzt sehen, sind alle Bots gekickt worden. Was man auch noch machen kann, ich meine, man kann die Befehle, welche Befehle genau, seht ihr in der Videobeschreibung, habe ich einen Link reingepackt. So, jetzt möchten wir auch noch die Map changen. Geben wir ein Erken Change Level. Da gehen wir jetzt auf die Map Cage, drücken Enter. So, nun sehen wir, wird die Map Cage geladen. Klicken wir auf Fortfahren, loggen uns ein. So, wie wir sehen, ist jetzt ganz normal die Map Cage geladen und ja, somit könnt ihr mit euren Freunden auf eurem eigenen CSGO-Server spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen oben oder falls ihr irgendwelche Probleme habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ja, dann sage ich danke fürs Zusehen und tschüss.